Moin und willkommen bei Crusader Kings 3. Während der letzten Folge haben sich ein paar interessante Sachen ereignet, von denen ich gar nicht so wirklich was mitbekommen habe. Ich denke mal, euch ging das ähnlich, denn ja, das waren so Sachen, die sind einfach mal so nebenbei passiert. Der Mauszeiger zeigt schon dahin, wo es nämlich interessant wurde, denn schon so im ersten Drittel der letzten Folge wurde nämlich Stendal vererbt. Stendal wurde jetzt vererbt an Graf Eggert von Hildesheim. Seine Mutter hat nämlich Stendal vorher besessen und die gehörte mit ihrer Provinz eigentlich zu Westfalen. Aber durch diese Erbschaft hat Graf Eggert sie für uns quasi geangelt und das ist natürlich erstmal echt eine feine Sache. Die zweite Sache ist, dass wir auf Rang 2 bei der Erbenwahl für das Römische Reich geklettert sind. Auch das ist natürlich wirklich zu begrüßen und ich würde mal sagen, damit habe ich eigentlich gar nicht gerechnet. Wir sind jetzt auf Rang 2, das bedeutet nur der Herzog von Ostfranken ist jetzt noch vor uns und ich habe mir natürlich überlegt, ob sich ein Mordkomplott gegen den lohnt und siehe da, nein, es lohnt sich nicht. Wir werden also gar nicht erst versuchen, ihn zu beseitigen, sondern wir werden das anders machen. Ich habe mir mal hier die 8 Kurfürsten angeguckt und habe mal geguckt, wer uns gewählt hat. Das ist einmal der Fürstbischof von Mainz, dann ist das der Herzog von Niederlothringen, wir selber natürlich, und auch der Herzog von Österreich. Derjenige, der am meisten Erfolg verspricht für eine Beeinflussung, das wird wohl er hier sein, der Fürstbischof von Erbach. Hier steht minus 40, da ist genau aufgeführt, mit welchen positiven und negativen Gedanken sich der Fürstbischof so herumschlägt. Und vielleicht können wir ihn ja überzeugen, durch ein Komplott uns zu unterstützen und nicht den Herzog hier. Der Herzog von Ostfranken, dem müssen wir eine Stimme klauen, deswegen werden wir ihn jetzt hier mal beeinflussen und starten das passende Komplott. So, und wo wir gerade dabei sind, können wir eigentlich auch noch eine Sache machen, die einem hier auffällt. Wir können uns Gold besorgen. Es ist mal wieder soweit, der Papst schüttet aus und verliert dann 20 Meinung von uns. Das macht aber nichts. Die 236 Gold nehmen wir natürlich gerne an. Soweit so gut. Und wir, wie ich finde, haben uns ja sehr kläglich geschlagen bei dem Versuch, einen Thronanspruch auf den Thron des Kaisers zu erwirken. Und auch das wollte ich im Auge behalten. Das habe ich getan und siehe da, wenn wir jetzt hier das Passende anklicken, dann sind die Chancen inzwischen, ja, ich glaube, doppelt so hoch wie die Chancen, die wir vorher gehabt haben. Das heißt, auch dieses Komplott starte ich neu. Wir versuchen es nochmal. 86% verheißen immerhin eine nicht unerhebliche Chance, dass das diesmal klappt. So, dann sind wir eigentlich mit den Intrigen durch und wir können eigentlich mal damit starten, uns Dänemark nochmal genauer anzuschauen. Wir haben ja hier eigentlich einen Waffenstillstand mit Prinz Björn Svensson von Dänemark. Und wenn wir uns das angucken, dann sind wir jetzt hier ohne Waffenstillstand unterwegs. Das heißt also, wir können hier tatsächlich das Königreich von Dänemark angreifen. Das ist insofern interessant, weil dieser Prinz Björn Svensson von Dänemark inzwischen nur das Herzogtum von Sjælland besitzt und Svend Haraldsen auf den Thron gefolgt ist. Der wiederum ist tatsächlich katarisch. Und Prinz Björn, der war, jetzt ist er auch katarisch, aber er war katholisch. Das hat natürlich jetzt zur Folge, dass wir
auch einen Glaubenskrieg gegen Dänemark führen können. Und die Möglichkeiten, die zeige ich euch jetzt mal hier. Wir könnten einen Religionskrieg um das ganze Königreich führen, was mir persönlich natürlich am liebsten wäre. Aber da wir eine niedrigere Hingabestufe haben als Tugendheld, das ist die vierte, und wir haben im Moment, ja, wir sind einfach nur gläubig, wir haben noch nicht mal aufopferungsvoll. Das dauert alles zu lange, das heißt, Herzogtum wäre unsere Wahl. Und da müssten wir uns jetzt natürlich aussuchen, um welches Herzogtum möchten wir uns denn streiten. Und ich habe mir Jylland ausgesucht. Zum einen ist Dänemark, wie wir eben gesehen haben, unser alter Feind, möchte ich es mal nennen. Das hat dann auch wieder rollenspieltechnische Akzente. Aber nicht nur das. Jylland besteht aus, wie man hier sieht, 4 Provinzen. Und wenn man sich den Rest anguckt, Holstein hier, das wären nur 2. Hier hinten möchte ich gar nicht hin. Das ist mir nicht genug verbunden mit dem Rest. Das hier natürlich auch nicht, aber immerhin mit Schleswig. Und ja, wenn wir uns dann den Rest angucken, was hätten wir hier noch? Wir hätten hier, das wäre also Skåne, das ist mit zu weit weg. Nordmark, nein, Sjælland. Ja, könnte man machen. Könnte man machen. Jylland ist das, was ich möchte, wegen der alten Fäden. Und ja, Holstein ist mir einfach zu klein. Das könnten wir uns später noch unter den Nagel reißen, denn es ist folgendermaßen. Wenn wir, ich klicke mal erstmal das Richtige an hier, nicht, dass wir uns verklicken. Wenn wir noch insgesamt 5 Provinzen von Dänemark besitzen, dann können wir uns den Königstitel von Dänemark krallen. Das heißt also, wir hätten hier mit einem Krieg 4 und wir haben einen Anspruch auf Dithmarschen. Den Krieg könnten wir hinterher schieben und dann wäre Malte König von Dänemark und ich finde das sehr lecker. Sehr lecker. Das ist wirklich eine tolle Aussicht, wie ich finde. Allerdings gibt es natürlich, wie es meistens so ist, einen kleinen Haken und das hängt mit dem Religionskrieg zusammen. Es ist nämlich so, dass bei einem Religionskrieg in diesem Fall die katharischen Herrscher, also die Andersgläubigen, dem Krieg beitreten können, ohne mit einem Bündnis mit Dänemark eigentlich beteiligt zu sein. Das heißt, wir gucken uns jetzt mal an, wie es denn aussieht. Wir haben hier die katholische Karte, möchte ich mal sagen. Der Großteil hier ist katholisch, wir haben hier aber überall katharische Flecken. Bei Dänemark stört uns das nicht, die bekriegen wir ja eh, aber wir haben hier natürlich ein ganz großes Reich und hier so ein paar kleine Flecken, das müsste man sich natürlich nochmal näher angucken. Und wenn wir das tun, sehen wir, dass das Ungarn ist. Der Herrscher von Ungarn ist aber katholisch, das heißt Ungarn wird uns nicht in die Quere kommen. Wir hätten hier, glaube ich, auch noch Böhmen zum Teil und der Herrscher, siehe da, ist ein Katharer, aber er ist auch gleichzeitig mit uns verbündet. Das ist nämlich König Ottar, den wir durch die Heirat mit Domaslava und durch eine Erpressung dazu bewegen konnten, sich mit uns zu verbünden. Ob der nun in den Krieg eintritt, ich glaube es nicht. Eigentlich dürfte er nicht, er ist ja mit uns verbündet. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich möchte es einfach versuchen. Wir werden das jetzt tun. Wir werden jetzt Dänemark den Krieg erklären. Wir werden das genauso machen, wie ich es eben gesagt habe, um das Herzogtum von Jylland. Ich gucke nochmal, das sind genau diese 4 Provinzen. Das bestätigen wir. Sie sollten uns tatsächlich unterlegen sein. Ich hoffe, es kommen bei uns alle Verbündeten mit. Es sieht zumindest nach der Karte so aus. Ich denke allerdings nicht, dass König Ottar hier mitmacht. Er ist auch Katharer. Ich kann mir schlecht vorstellen, dass er sich gegen seine Glaubensbrüder wendet. Aber die Champagne, die macht hoffentlich mit. Und wir hätten mit dem Geld vom Papst wahrscheinlich auch noch genug, um eine ganz, ganz kleine Armee unter Umständen uns ja zu gönnen.
Aber das Geld wird auch schnell weg sein. Insofern, ich würde mit den Söldnern jetzt auch nicht unbedingt rechnen. Ja, und dann würde ich sagen, erklären wir Dänemark mal wieder den Krieg. Und es ist einfach so, dass es mit Böhmen schwierig ist. Es ist, das habe ich gerade vergessen zu sagen, es ist nämlich auch so, dass Böhmen ja immer noch in dem böhmischen Krieg um den Anspruch von Prinzessin Wladyslawa auf das Herzogtum von Nitra verwickelt ist. Und ich denke, allein aufgrund dessen wird er sich nicht bewegen lassen, tatsächlich. Also vielleicht nimmt er an, pro forma, aber er wird nicht tatsächlich hier auftauchen. Ich glaube es nicht. So, wir versuchen das aber mal. Ich weiß jetzt nicht, steht hier schon, dass wir irgendwen als Bündnispartner mitnehmen können. Ihr könnt euer Hausmitglied Bürgermeister Friedrich rufen. Ja, das ist der Friedrich, der die berühmten 45 hat. Aber klar, natürlich rufen wir auch den in den Krieg. Und wir hätten hier noch drei andere und versuchen das jetzt einfach mal. König Ota lässt sich tatsächlich zumindest offiziell erweichen. Graf Borivoj wird nicht annehmen. Das ist insofern nicht schlimm, als dass der 800 Mann hat. Es ist schade, aber nicht zu ändern. Und hier, das wäre viel wichtiger, dass hier die Champagne den Krieg mitgestaltet, um es mal so zu sagen. So, und wir sagen jetzt in den Krieg rufen. So. Ja, und dann denke ich mal, wird das Ganze seinen Gang nehmen. Den Borivoj können wir auch nicht wirklich. Nee, das dachte ich mir schon, dass das nicht reicht. Okay, wenn wir dann keinen weiter überreden können, dann heben wir jetzt die Truppen aus. Wir hatten noch nicht genug eigentlich. Wir hätten hier noch ein paar mehr, sich zusammenrotten lassen können, aber wir verzichten einfach mal drauf. Und bevor hier irgendwas passiert, werde ich einfach mal Richtung Dithmarschen marschieren oder, nee, besser Lübeck. Wir fangen mal unten an. Wir marschieren mal über die Elbe Richtung Lübeck und gucken jetzt einfach mal, wie sich das Ganze gestaltet. So, hier kommt die Steuerrückzahlung. Das ist insofern eine gute Sache, ne? Es könnte uns Söldner theoretisch ermöglichen, aber das Geld schwindet mit minus 5,9 pro Monat. So, die Champagne sagt, sie macht mit. Das ist gut und auch König Ota behauptet zumindest, dass er kommt. Der Friedrich ist ganz tapfer mit seinen 45 Mann. Der kommt auch. Sehr schön und wir gehen jetzt mit unseren über 4000 Mann nach Lübeck und gucken mal, wohin der Rest geht. Okay, die greifen von hier an. Der Löwenanteil marschiert dorthin. Wir gucken einfach mal, was jetzt hier passiert. Okay. Wir bleiben stehen. Wir belagern jetzt erstmal weiter und gucken uns einfach mal an, wohin die Meute sich wendet. Ich glaube nicht, dass die sich jetzt nach Lübeck trauen. Das ist eine schlechte Richtung zum Flüchten, denn da sind wir auch und das sind die nächsten, die wir angreifen und verflucht. Unser Komplott ist schon wieder aufgeflogen. Also mit den Thronansprüchen hat Malte ja weniger Glück. Das ist wirklich schade. Lässt sich aber nicht ändern, er will sich nicht erwischen lassen, deswegen brechen wir das Ganze mal ab. So, und hier geht jetzt natürlich das Belagern los. Jetzt muss ich kurz anhalten, denn Malte ist hier. Ich glaube, wir werden trotz der ungünstigen Lage die Belagerung hier abbrechen und auch mit dem Malus wegen der Elbe. Okay. Wir werden, wollte ich sagen, den Feinden entgegengehen und werden erstmal einen Teil der Schlacht hier zumindest positiv bescheiden.
So, soweit, so gut. Die flüchten jetzt. Und ja, ich glaube, unter Umständen sollte ich mich hier... Oh, wer belagert da? Okay. Okay. Das ist interessant. Ich begebe mich zum Bistum nicht. Ich begebe mich zur Baronie von Aarhus. Und werde da mal eine Runde belagern. Wir lassen jetzt mal Lübeck und Dithmarschen, weil das nicht das Kriegsziel ist, weg. So, die flüchten. Ich muss natürlich jetzt aufpassen, dass die nicht wieder nach Hamburg zurückgehen. Und was hier jetzt alles so passiert, denn wie gesagt, Malte ist hier in Gefahr. Der kann nicht an der Spitze seiner Truppen mitmarschieren. Dafür ist er einfach zu schlecht. Der würde in der Schlacht einfach nur verwundet werden. Das wäre nicht gut. So, ich hoffe, ach, 6 Monate, das dauert natürlich wahnsinnig lange und wir haben hier auch Verschleiß. Hier kommen unsere Verbündeten, das ist gut. Ich würde mir wünschen, dass die hier mal angreifen. Aber das scheinen sie gerade nicht vorzuhaben. Okay, Verlobung erfüllt. Ich war hier ein bisschen zu langsam. Graf Otker und Swanhild Afsola können jetzt heiraten. Wer sind denn die beiden? Das ist interessant. Herzogin Beatrice von Lausitz ist die Lehnsherrin. Das sagt mir gerade mal gar nichts. Ich ignoriere das und konzentriere mich mal wieder auf den Krieg. Wie sieht's denn hier aus? Es verbleiben noch 3 Monate. Hier kommen Räuber anmarschiert. Die sollen mal bitte auch bleiben, wo der Pfeffer wächst, aber im Zweifel... Naja, die 3 sind mir dann auch egal. Und hier haben wir Loyalität oder Angst. Als Herzog schulden mir meine Vasallen die Treue. Mein Wort ist Gesetz, aber was ist Gehorsam wert? Ohne Hingabe. Das kennen wir schon und wir gucken mal, was es da gibt. Ich vergesse es dann aber auch immer wieder. Weniger Steuer möchten wir nicht haben. 20 Schrecken ist ganz cool, wie ich finde. Fürstbischof Jakob von Tecklenburg erhält aber die Eigenschaft verwundet. Okay, und es gibt wichtigere Menschen und der Kaiser gewinnt 20 Meinungen von uns. Ja, ich beeinflusse jetzt mal den Kaiser positiv und guck mal, ob sich daraus vielleicht auch bei der Wahl für das Heilige Römische Reich irgendwelche Vorteile ergeben. Man weiß ja nie, vielleicht stimmt der Kaiser irgendwann tatsächlich höchst selbst für uns und das wäre natürlich wirklich eine tolle Sache. So, wir haben hier eine Stadt, wir haben hier ein Bistum und das wird bewacht. Das ist die Baronie von Viborg und da marschieren wir jetzt mal hin und liefern uns dann einen Kampf. Ich muss nur hier immer mal nach Hamburg gucken, damit da nicht allzu viel daneben geht. Weißer Friede, König Svent, der Schinder bietet weißen Frieden an. So, das ist gut. Wir liegen bei 38%. Der Rest ist uns im Moment egal. Das ist ein Krieg mit England. Weißer Friede, nee, da kannst du nur wirklich bleiben, wo der Pfeffer wächst. Da sind wir nicht gewillt, dem stattzugeben. Sieg, genau. Böhmen hat gewonnen. Und mich würde interessieren, haben wir dafür was bekommen? Haben wir dafür was bekommen? Ich sehe es auf den ersten Blick nicht. Es hätte mich auch gewundert, das ist schon in Ordnung so. So sei es. Weiter geht's bei uns. Denn wir belagern hier mittlerweile wieder. Das dauert noch 3 Monate und wir bewachen schielenderweise Buxtehude in Hamburg, wo Malte sich herumtummelt. Und ja, das hier könnte jetzt gefährlich werden. Das wäre sehr schade. Wenn die da hingehen, wollte ich gerade sagen, aber nein, sie scheinen hier
zu belagern. Sehr gut. Sehr gut. Wir sind, wie gesagt, bei 38%. Wir sind bei 38% und warten noch die Belagerung hier ab. Unser Neffe, Friedrich von Schwerin, ist im Kerker. Das ist keine schöne Sache. Den lassen wir aber erstmal schmuggeln. So, 51%. Unser Bündnispartner aus der Champagne, der hat uns mitgeholfen und wir marschieren mal gleich weiter zur Baronie von Ringköbing. So, läuft doch eigentlich soweit ganz gut. Die Armee von Amsterdam, auch interessant. Und auch hier wieder 6 Monate Belagerung. Die Truppen schmilzen ein wenig dahin. Wir haben hier auch wieder Verschleiß. Und Domaslava ist wieder schwanger. Wo ich das gerade lese. Es ist folgendermaßen sehr schön. Er haut hier ab. Wir haben ja dieses Erbschaftsproblem. Und das bedeutet, aufgrund der Erbteilung ist es ja so, dass im Moment unser Herzogtum zerfallen würde, wenn Malte stirbt. Das wollen wir natürlich eigentlich nicht. Ich habe aber bisher noch keinen der beiden Jungs enterbt, weil ich mich einfach nicht entschließen konnte, das zu tun. Weil mir das ehrlich gesagt, es tut mir einfach leid. Der Tjark lispelt zwar, ist aber der Ältere und ehrlich gesagt, ne, gegen Lispeln, wer kann da was gegen haben? Ich finde, das ist eigentlich auch kein Grund, ihn zu enterben. Ich bin mir da ganz unschlüssig. Warum sollte der Jüngere jetzt erben, weil der andere gesundheitlich, wenn man das so sagen will, also das finde ich auch schon übertrieben, benachteiligt ist? Ich bin mir da echt unschlüssig und deswegen, ja, sind wir hier tatsächlich sehr risikoreich unterwegs, weil unser Reich zerfallen könnte. Ja, das werden wir sehen, ob das passiert. Das hoffe ich natürlich nicht. Jetzt haben wir aber erstmal 91%. Hier gibt es eine Schlacht. Und wir könnten uns hier mal einmischen. Wir könnten es auch lassen. Wir könnten hier auch mal so ein bisschen. Wer seid ihr? Das ist die Armee von Amsterdam. Königreich von Böhmen gegen Dänemark. Und ich glaube, die Schlacht könnte uns doch eigentlich zum Sieg, zum endgültigen Sieg verhelfen. 91% haben wir und wir versuchen hier jetzt mal uns mit reinzustecken und das Ganze, na, er hat es schon selber geschafft. Ja, 100%. Das ist doch mal eine saubere Sache. Am Ende der Folge 100%. Wir gucken uns das an. Der Religionskrieg um Herzogtum von Jylland ist gewonnen worden durch uns. Forderungen erzwingen. Wir haben eine ganze Menge geleistet und wir hatten natürlich auch Glück mit den Katarern, dass sich da keiner so wirklich entschließen konnte, sich auf die Gegenseite zu stellen. Aber es waren ja auch nicht viele da, deswegen hat sich das Risiko gelohnt. Forderungen erzwingen. Er sieht geknickt aus. König Svend ist, naja, Geschichte ist er nicht, aber er muss jetzt ein gutes Stückchen seines Reichs hergeben. Wir lösen die Truppen auf und schauen uns dann in der nächsten Folge an, was es jetzt alles noch zu tun gibt. Unser Reich wächst und gedeiht und wie gesagt, wir brauchen nur noch eine Provinz, um den dänischen Königstitel zu erhaschen. Und mit dieser freudigen Aussicht auf die Zukunft winkt euch Herzog Malte zu und hofft, ihr seid in der nächsten Folge wieder dabei. Vielen Dank fürs Zugucken und tschüss!